Ist wahrscheinlich nicht mal hier oben, ist wahrscheinlich da wirklich unten, ne? Oder ist das das? Ich würde das mitnehmen, aber danke. Oh, warte mal, was ist denn da? Warum ist die auf einmal wieder weg? Ich bin verwirrt. Bin sehr verwirrt. Wieder was damit zu tun? Ich glaube, es reicht nicht weit genug, ne? Das ist wahrscheinlich dann auch nicht. Ich bin verwirrt. Ja, das ist da unten irgendwo. Wie komme ich da hin? Warte mal. Ich habe da was gesehen. Okay, Paimon. Du siehst mal wieder mehr als ich. Das ist... Ah! Moment. Bleiben wir wieder vorschnell. Ja, ich weiß. Das nochmal. Ach nee, wir mussten das irgendwie füllen, ne? Hier mit das hier, ne? Ach, come on! Verpiss dich! Du bist ja nicht erwünscht. Ist im Kopf nicht möglich. Achso, ist nur links drin. Ah, hier. Du bist fertig, ne? Ich bin maximal verwirrt. Ah, da ist er. Also,
Er ist gerade an uns vorbei. Und hat sich wieder aufgeheilt. Okay. So. Lass mal bitte. Keine Ahnung. Die haben doch alle ein Dings drin, ne? Oder gibt es da noch einen vierten? Ich bin verwirrt. Maximal verwirrt. Da müssen mich auch immer noch alle angreifen, diese Penner. Und die oben rumtrampeln wie die Kloppen. Ja. Doch, da sind überall diese Dinger drin, ne? Come on. War da nicht irgendwie was in der Art? Nee. Moment. Mensch. Oh. Nicht mal mit. Oh. Nimm ich mal mit. Ah, ja. Okay. You got it. Ist halt eine bestimmte Reihenfolge. Ach, come on. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Got it. Ich glaube, ich habe es geschnallt. Oh, guck mal. Eine Seele. Na komm. Ich habe mir mittlerweile ein paar Theorie-Videos zu denen angeschaut. Und es ist sehr interessant, was es da alles so für Theorien gibt, was das wohl mal für Lebewesen gewesen sein mögen. Und ja. Immer ja. If it's useful, I'll take it. Jetzt kümmern wir uns um die da unten. Useless. Mal da zum richtigen hin. Meine Güte. Der hat doch noch einen Panzer um. So, jetzt darfst du. Aber ich hab da schon mal einen zerstört.
Oder ist er wieder aufgetaucht? Ich bin maximal verwirrt. Achso, steht 1 von 3, sorry. Ich habe gerade noch 0 von 3 gesehen und war gerade ein bisschen panisch. Doch, wir haben 1 von 3. Okay. Gehen wir erstmal dahin. Nö. Eieieiei. Ja, man trägt schon eine Brille und ist trotzdem blind. Oder irgendwie sowas, ne? So. Das ist da unten. Ah, dann kann ich ja mein Dings weg da machen. Da wegmachen. Jemand anderes mit reinnehmen. Hier. Jemand, der vielleicht etwas stärker ist. Ach komm. Make sure. Nehmen wir mal Kuro mit rein. Schadet ja nicht. Hoffe ich. Ich nehme noch. Ja, wir haben hier noch viel zu holen. Ich war, wie gesagt, noch nicht so ausgiebig hier. Was auch daran liegt, weil ich ja, ne? Weil wir hier ja noch die Quests haben. Ich meistens, ich weiß, ja, Gebiete erst alleine durchstreife, wenn ich da weiß, okay, da kommt storytechnisch jetzt nicht mehr so viel oder kommen Dinge, die sich wiederholen. Ne? Dann gucke ich da auch mal alleine gegen Luken und trainieren, weil es wiederholt sich ja auch irgendwann. Immer. Nehmen wir auch nochmal mit. Na komm mal her. Na komm. Na gut, dann sterb halt an Fallschaden. Sag ich doch. Danke. Ja. Hui. Nein, es ist runtergefallen. Nein, ich bin runtergefallen. Sind das Ding hingefallen? Ach da. Mal wenn wir schon mal unten sind. Ach, warte mal. Warte mal, warte mal. Ja, das. Das war intelligent. Ich war dann hier rauf, aber. Dankeschön. Ein bisschen mehr Wumms. Wie, der ist wieder da. Hä? Also ist doch perfekt, oder? Oh, ich könnte kotzen. Nee, irgendwie. Ach, ich weiß doch auch nicht. Vielleicht war der andere doch höher. Es war noch ein vierter, irgendwie. Den ich übersehen habe. I don't know. Aber warte mal, hier ist ja noch einer drin.
Ja, ich glaube nicht, dass das per Zeit ist. Ich glaube wirklich, ich habe gerade einen übersehen. Ich war nur gerade irgendwie. Es könnte so sein. Und dass es so sein könnte, hat mich ein bisschen aus der Rolle geworfen. Oder außer Bahn. Ups. Nehmen wir auch nochmal mit. Oh, da hinten ist eine Serie. Die habe ich jetzt erst gesehen. Sorry, aber... wenn sie schon mal da ist... Na komm. Führe mich. There's quality here. Ja. Definitiv. Na gut, da kommen wir auch so hin. Ich könnte mir aber den Dings mal markieren. Was mir jetzt gerade viel gebracht hat. Ich sehe gerade viel klarer, wo der ist. Okay, der ist definitiv unten. Okay. Ach, der ist direkt vor meiner Nase. Okay, ja, gut. Dann ist das natürlich was anderes. Ja. Komm mal her. Another test subject. Denk nur ihr. Get out of my way. Suffocate. Ha. 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 Hör auf, bis ihr lässt es uns erklären. Seid ihr nicht Schatzräuber? Stellt euch einfach, es gibt nichts zu erklären. Mittlerer Truppenführer Janburg, Bezirk Große Kluft, Meliden. Es ist mir eine Ehre, okay, ich habe noch die Dings angehabt, automatisch. Und die berühmte schwebende Rächerin. Hey, wie kommt es, dass du bei Paimon den Namen vergisst? Paimon ist der Name. Wie unhöflich. Es tut mir wirklich leid, aber wir hatten wohl ein kleines Missverständnis. Ihr seid Meliden? Tut mir leid, dass ich keine Zeit hatte, das vorher zu erklären. Wir dachten, du wärst hier, um Chaos zu verursachen. Nun, das ist in gewisser Weise wahr. Sagen wir es mal so, es stimmt, dass diese Werkstatt früher eine Festung war, die von einer Gruppe von Schatzräubern besetzt war. Nachdem sich die Arbeiter zurückgezogen hatten, kamen Schatzräuber, die einen Anlass sahen, herein. Zunächst stahlen sie nur Erz und Kristallsand für den Schmuggel und spielten Verstecken mit unseren Patrouillen. Dann wurden sie so dreist, dass sie es wagten, die von den Bergleuten hinterlassenen Lagerhäuser zu übernehmen und ihren eigenen billigen kaputten Schmuck herzustellen und zu verkaufen. Es war herzzerreißend, das mit anzusehen. Herzzerreißend? Solch grober Schmuck kann nur Erstbesucher von Liebe oder junge Schüler täuschen, um mit einem niedrigen Preis in den Liebemarkt einzudringen. Ich fürchte, ihre Reputation wird geschädigt. Sie haben doch gar keine Reputation. Das stimmt. Es ist ein geschmackloser Scherz für die Schatzräuber, zu glauben, dass sie mit diesen Dingern Mora einstecken würden. Hier sind wir also und kümmerten uns um die ursprüngliche Gruppe von Schatzräubern. Wir verkleideten uns dann als sie und warteten hier. Nun, das ist schon eine Weile her. Jetzt wissen wir, dass ihre Anführer mit einer Einheit der Fatui in Kontakt stehen und verdächtigt werden, mit gefährlicheren Materialien zu handeln. Ja.
Obwohl die Pläne der Fatui bereits vereitelt haben, gibt es immer noch einige Überbleibsel ihrer Gruppe, die in der Wildnis von Liyue operieren. Diese Kerle sind in ihrer Professionalität und ihren Kampffähigkeiten nicht zu unterschätzen und sind für uns extrem gefährlich. Ja. Wenn die Schatzräuber mit ihnen unter einer Decke stecken und gegen uns konspirieren würden, wäre das ein großes Sicherheitsproblem. Kurzum, wir haben alles für den Generalangriff vorbereitet. Alles, was wir tun müssen, ist, sie alle auszuschalten und herauszufinden, was sie vorhaben. Und dann kamen wir an. Wir wussten, dass du gut bist, aber wir hätten nicht gedacht, dass du so gut bist. Du bist so ziemlich die Hälfte der Leute unter meinem Kommando aus... Du hast so ziemlich die Hälfte der Leute unter meinem Kommando aus Gefecht gesetzt. Natürlich gibt es noch einen anderen Grund, warum wir hier sind. Hier ist genau ein Gesteinsschlüssel der Xixing-Formation. Wir können nicht zulassen, dass er in die Hände der betrügerischen Schatzräuber fällt. Ja... Ja, aber ich mache euch keine Vorwürfe, wir sind im Unrecht. Die Leute von den Milliliten sind so nett. Also können wir jetzt gehen, oder? Nur weil ich dir keine Schuld gebe, heißt das nicht, dass Liyues Gesetz das auch, Gesetze das auch tun. Das tut mir leid. Was? Ja. Mal sehen. Körperverletzung und tätlicher Angriff. Behinderung der Milliliten bei der Ausübung ihrer Pflichten. Versuch der Zerstörung der Xixing-Formation und Beschädigung von Gebäuden. Abzüglich des Verständnisses der Milliliten, wenn alles gut geht, kann ich euch beide gratulieren, dass ihr noch 5 bis 10 Jahre in Liyue bleiben könnt. Was? Ja, hier Anwalt, ne? Gib uns eine Liste von Anwälten, bitte. Aber bitte, hört mich an. Rechtmäßige Bürger und Besucher aus der Fremde können jedoch jedes Mittel nutzen, um die Milliliten in ihren Fällen zu unterstützen und die ihnen zustehenden Belohnungen oder Entschädigungen zu erhalten. Aber das ist... Auch das ist Gesetz dieses Landes. Also jetzt, weil der Kampf war nicht umsonst. Was haben wir davon, euch zu helfen? Beschlagnahmte Beute darf nicht angerührt werden, aber wenn du hilfsbereit bist, kannst du alles, was du bei der Verhaftung der Kriminellen findest, entsorgen. Wie den geheimen Schatz der Schatzräuber. Du kannst dich später um diese Dinge kümmern. Wir haben auch etwas Mora bei uns, die du hoffentlich gerne haben möchtest. Es ist nicht viel, aber wir haben auch nicht damit gerechnet, dass wir Hilfe brauchen. Das bedeutet, dass wir nicht ins Gefängnis gehen müssen und den Schatz trotzdem bekommen, richtig? Ja. Ja, dann werden wir dem zustimmen. Bitte weisen Sie den Weg. Halt! Halt! Wie mutig! Also mache ich mich auf den Weg zum Treffpunkt, um mich auf weitere Befehle vorzubereiten. Also sehr bitte pünktlich, sonst müssen wir früher aufbrechen. Ja, machen wir weiter mit Ihnen. Hey! Komm schon, wir helfen dem Milliliten bei Ihrem Fall und es gibt auch jede Menge Mora. Ja, du hast es immer nur auf Mora abgesehen. Außerdem haben wir gerade noch was zu tun. Ja, die können ja auch warten. Aber ich muss noch mal kurz pausieren, weil nö, Zeit und so. Dann wollen wir mal. Damned will sooner die again than lay a hand on me. Ja, ist in Ordnung. Da haben wir auch was, aber wir müssen von oben anfangen. Und können gleich auch noch Sachen mitnehmen. Nice. Ja, da war was. Okay. Stimmt, wir sind ja wieder hier. Super. Nein. Wo dahin? Bringt mir jetzt nicht viel. Wie komme ich denn jetzt am besten hoch? Ups. Ja, anstatt hochzugehen, fahre ich runter. Das ist, ne? Die andere Taktik, runter um hoch oder irgendwie sowas? Um hochzukommen, musst du erst fallen. Oder irgendwie? Ja. Da. Halt dich fest.
Na, zumindest ist er schon mal da. Moin. Danke. Ich hab da gerade was gesehen. Ups. Das können wir bestimmt auch noch gebrauchen. Also wir können alles gebrauchen, ne? Schon mal abgesehen. Und ja. Nein! Ich fühle mich manchmal so dämlich, ne? Alles drin, ne? Was? Willst du mich verarschen? Na, geht doch. Wo ist das denn jetzt schon wieder? Oh, hier haben wir auch Gedöns. Warte. Hier war das. Aha. Oder? Ja. Ups. The more the merrier. The first round's on me. Geht doch. Meine Güte. Danke, Paimon. Ja. Weil eins ist noch da. Hab ich gerade gesehen. Ja. Meine Güte. Nehmen wir auch noch mit, ne? Können wir mal gut gebrauchen. Moment. Oh. Ich meine. Nö. Nehmen wir auch nochmal mit. Okay, dann reden wir mal mit ihr. Moinsen. Wir sind wieder da. Alle drei Gesteinsschlüssel wurden zerstört. Psst. Was ist denn los? Was passiert? Mach keinen Lärm, es ist nichts. Es ist nur die Erde, die bebt. Vielleicht, weil sich die Versiegelung gelockert hat und die Felsen in der Nähe instabil geworden sind. Hast du es gespürt? Nicht im geringsten. Du fliegst, natürlich merkst du nichts. Da hast du recht. Das sind nur die, das ist nur die Intuition eines Bergmanns. Wenn man in den Minen aufgewachsen ist, versteht man auch ein wenig die Sprache der Felsen. Warte, pass auf! Ah, der Boden wackelt so stark, Paimon kann gar nicht gerade stehen. Wie kann das sein? Ah, hey, das Erdbeben hat aufgehört. Das sollte das Ende der Geschichte sein. Zum Glück waren wir alle auf der Oberfläche. Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn wir bei einem solchen Erdbeben in der Mine gewesen wären. Hoffen wir, dass Muning und die anderen uns nicht die Schuld an den Erdbeben geben. Ja, jetzt da die Macht der Siegelformation stark genug geschwächt ist, bleibt nur noch ein letzter Gesteinsschlüssel übrig, der angegangen werden muss. Dann nichts wie los. Ah ja. Einer noch. Das habe ich mir fast gedacht, weil ich da noch eine Energie gesehen habe. Also so eine Linie. Wahrscheinlich da hinten, ne? Ja. Gut. Let's go! Warte mal, ich wollte noch was gucken.
Okay. Können wir den auch schon mal hochstufen? Nö. Gut. Those memories. So dark. Nicht nur die. Da unten, ne?